Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Dark Souls 2. Wir sind noch immer in dieser vermaledeiten Burg und hier geht's nicht weiter und da geht's nicht weiter und irgendwie geht's nirgends weiter. Ist aber gerade auch völlig gleichgültig, denn ich habe so das eine oder andere erfahren. Und zwar habe ich gewaltig viel Zeug übersehen, oder was heißt gewaltig viel, aber so einiges, wo wir uns noch umgucken werden. Ich habe jetzt nicht direkt nachgeguckt, würde ich auch in diesem Spieldurchlauf ehrlich gesagt nicht machen. Wir reisen jetzt einfach mal nach Majula. Aber ich habe mich mal mit meiner Freundin, die ebenfalls zurzeit Dark Souls 2 spielt, ein bisschen unterhalten und ja, dabei sind so ein paar Sachen aufgekommen, die ich jetzt unbedingt noch nachholen möchte. Schon allein deswegen, weil ich da eventuell wieder ein paar Seelen bekomme, um ein bisschen leveln zu können. Denn mit ein paar Leveln mehr dürften wir auch wesentlich besser durch dieses blöde Gebiet endlich durchkommen. Durch diese blöde Burg. Ah, so, hier sitzt wieder die Samaragd-Botin. Reden wir doch mal mit ihr. Bearer of the curse. Seek souls. Larger, more powerful souls. Seek the king. That is the only way. Ja, lest this land swallow you whole, as it has so many others. Mhm, ja, ich bin gerade dabei. Du hast sonst... Nein, das wollte ich nicht. Ich will nicht leveln. Ich kann eh nicht leveln. Ich wollte eigentlich mit dir reden, ob du was Neues zu erzählen hast. Over the hill and past the forest is the king's castle. Where a man peered straight into the essence of the soul. But whatever came of it, okay, das müsste das Schloss sein, bei dem wir eh schon waren. Egal, auf jeden Fall wollte ich jetzt eigentlich gar nicht direkt hierher. Eigentlich wollte ich sogar nochmal zurück zu den Feuerhüterinnen. Okay, Ladebildschirm, Blutpeitsche, bla 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 bla. Die Blutpeitsche, glaube ich, hat man eh schon mal an einem Ladebildschirm. Von dem her lese ich das jetzt nicht nochmal extra vor. Eisenpfeil, okay. Stabile Pfeile für wirksames Durchdringen. Eisenpfeile sind mächtig, aber nicht billig. Achte darauf, sie nicht übermäßig zu nutzen. Oha, durchdringen. Pfeile durchdringen, das wäre natürlich auch cool. Machen wir hier mal im Dazwischen nochmal die Tür auf. Und dann will ich nochmal hier hin. Und irgendwie ruckelt es gerade ein bisschen. So, hier jetzt nochmal die Tür auf. So, und jetzt suche ich hier noch etwas. Nee. Ich suche hier noch etwas Gebüsch, um ehrlich zu sein. Bei der Gelegenheit gucke ich allgemein so ein bisschen. Hier komme ich nicht hoch, oder? Hier haben wir eine Hängebrücke. Das ist ja ein Item. Was will ich haben? Da muss ich von hier... Oh Gott, da muss ich von hier rüber hüpfen. Das ist ja fies. Moment, da ist doch der Baum im Weg. Da komme ich doch niemals ran. Ist hier irgendwo ein Loch in der Seil? In der Hängebrücke? Ne. Da ist ein Stein. Bei der Baum steht ein bisschen mittig. Das würde ich jetzt auch ausprobieren. Seelen haben ja eh keine zu verlieren. Ja, hat geklappt. Wunderbar, ich will dieses Item haben. Glatter, seidiger Stein. Ah, ne, das ist jetzt aber nicht... Das ist jetzt nicht der, den ich als Gabe mir ausgesucht habe, oder? Sonst habe ich den jetzt zweimal. Ach ne, das ist ein anderer. Glatter. Und das hier ist versteinertes Etwas. Ein glatter und seidiger Stein wird zur geringen TP-Wiederherstellung verwendet. Der Glanz dieses Steins kann nicht durch gewöhnliches Polieren entstanden sein, sondern muss über einen langen Zeitraum erreicht worden sein. Einige in diesem Land sind auf der Suche nach derartigen Steinen. Oh, ein Heilen? Was zum Heilen? Hm. Ich hatte jetzt irgendwie gehofft, ich kann den Baum umstoßen, damit ich hier wieder wegkomme, aber hier ist eine Höhle hinter dem Wasserfall. Das erklärt jetzt... Ach, so war das gedacht. Das sah ich gerade gar nicht. Das habe ich auch eigentlich nicht gemeint mit das, was ich hier gerade suche. Ich suche zwar nach Gebüsch, aber das hier meinte ich eigentlich nicht.
Suche ich dieses Gebüsch hier vielleicht? Ja, das Gebüsch suche ich. Hier sind Fußabdrücke. Ja, dann folgen wir denen doch mal. Die sind relativ groß, wem die wohl gehören. Und vor allen Dingen, ob dieser jemand wohl auch Items hat. Nämlich, oh. Seht euch das mal an. Das ist der Nilpferdmann. Nach dem, was ich so erfahren habe, dürfte ich den auch schon schaffen. Au, au. Ich hätte ihn vielleicht geschafft, wenn ich nicht auf so wenig live wäre. Ja, geh wieder in dein Eck. Okay. Schade. Dass ich das gerade so vermasselt habe. Ich dachte jetzt nicht, dass der sofort gleich mit irgendeiner fiesen Combo ankommt. Den will ich aber auf jeden Fall besiegen, denn der gibt 1000 Seelen. Das weiß ich schon. Naja. Viel verloren ist ja nicht. Mehr Lebensenergie kann ich auch nicht mehr verlieren. Von dem her, was habe ich hier unten eigentlich noch angedönst drin? Das möchte ich jetzt auch mal ausmisten. Das hier. Eigentlich möchte ich natürlich versuchen, dieses Nilpferde-Ding nur mit Estus Flakons zu besiegen, damit ich meine Lebenssteine einsparen kann. Aber immerhin, wir haben schon einen kleinen glatten Stein bekommen. Das ist ja auch schon was. Diese blöde Höhle hier. Jetzt ist natürlich die Frage, ob der jetzt aggro ist oder ob der wieder in seiner Wand, an seiner Wand dran steht und mich ignoriert. Er sitzt wieder da, die Blutlache zu holen. Ist jetzt eh suboptimal, weil da sind eh keine Seelen drin. Der ignoriert mich jetzt einfach, weil der steht da auch im Weg und ich will dahinter natürlich auch. Da gucken wir doch einfach erstmal, was es hier gibt. Ach, hier komme ich hier oben rauf, okay. Ist hier vielleicht noch irgendwas? Wie geht's zu dem Wasserfall? Hier liegt aber sonst auch nichts. Da hinten liegt da irgendwas. Da komme ich da irgendwie durch. Nö. Okay, versuchen wir es nochmal. Ich mache ihn erstmal sauer und guck dann erstmal, was er macht. Oh. So komisches Zyklopen. Aua, aua, aua. Oh. Geh weg. Ich. Hab doch geblockt. Hab ich gerade irgendwie Ausdauer verloren? Aber wie? Warum? Ich? Ja. Hier habe ich das Gefühl, wir machen gerade da weiter, wo wir aufgehört haben. Mit Sterben, Sterben, Sterben. Aber ich will das blöde Nilpferde-Ding besiegen. Der gibt so viele Seelen. Die ich gut brauchen könnte. Extrem gut. Der muss möglich sein. Das weiß ich schon. Ich denke, wir werden jetzt sowieso mal Folgendes machen. Ich war ja vor einigen Parts eigentlich schon ziemlich zu blöd, mich wieder menschlich zu machen, weil ich versucht habe, diese Dinge zu verbrennen. Natürlich muss man sie benutzen, um wieder zum Menschen zu werden. Und ich habe wieder volle Lebensenergie. Das Risiko gehe ich jetzt einfach mal ein, weil es anscheinend eh ziemlich... Ich vergleichsweise oft sterben darf, bevor meine Lebensenergie wieder halbiert ist. Weil sie ja immer nur so ein kleines Stückchen abnimmt. So, und jetzt halte ich von dem auch mal ein, zwei Treffer aus, wenn es ist. Diese 1000 Seelen möchte ich auch primär... Ich bin schon vorbeigelaufen. ...in einen besseren Schild stecken. Denn dieser eine... Händler in Majula verkauft ja einen Schild, der immerhin, ich glaube, 90 in der Hiebabwehr hat. Damit könnten wir auch mal ein bisschen defensiv was hermachen. So. Hey du. Weg. Au. Au. Roll, 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 roll. Roll, roll, roll. Der gibt mir aber auch keine Chance wegzukommen, der Mist. Oh, der geht wieder zurück. Kommst du? Ja, du kommst. Nee, du kommst nicht. Jetzt komm doch her. Genau. Hier sollst du hinkommen. Und jetzt einfach zuhauen. Okay, darauf fällt er nicht rein. Das hätte ich mir denken können, dass das zu leicht wäre.
Da ist eine Band. Oh! Oi! Das ist natürlich nett, wenn du das so machst. Weg. Rollen weg. Wir rollen weg. Oh. Das wäre jetzt natürlich schön für einen Angriff gewesen. Ich heile mich mal lieber nochmal. Vielleicht kriege ich ja mal einen Beidhändigen auf ihn drauf. Und dann einfach weg. Weg. Macht das gerade sehr feige, aber ich habe auch... Wo ist der Durchgang? Da ist der Durchgang. Irgendwie kommt aber auch nicht bis hierher, wenn's... Oh. Ich bezweifle, dass ich den stunnen kann, von dem her. Okay, das war gut. Wow! Okay. Jetzt kriege ich wenigstens mal ein paar Hiebe drauf und kann dann wieder ausweichen. Okay, Ausdauer regenerieren, Ausdauer regenerieren. Wieder in die Höhle reinfinden. Ja, ich mache das gerade extrem feige, aber ich will seine Seelen. Ich will diese 1000 Seelen, die er gibt. Stell dich wieder da hinten hin. Genau. Wenn ich es jetzt richtig anstelle, kriege ich ihn jetzt tot. Ich kann nochmal zuhauen. Yes! 1000 Seelen. Oh, der droppt sogar was. Und zwar droppst du einen Steinring? Haben wir endlich einen Ring gekriegt? Ja! Zusätzliche Verringerung der gegnerischen Balance. Dies ist der geliebte Ring des edlen Lothian ohne Schild. Ehemals aus Furassa. Treffer verringern die Balance des Gegners immens. Der Effekt scheint unbedeutend zu sein, doch diejenigen, die verstehen, wie wichtig es ist, Lücken in der Verteidigung des Gegners zu nutzen, wird der Wert dieses Rings schnell bewusst. Oh ja, das gefällt mir. Den will ich haben. Da hinten liegt auch noch ein Item, der beschützt Goldharz. Oh, Elektroschaden. Very, very nice. Bin ich da auch noch irgendwie rauf? Ja, aber da ist nichts. Oh, wir haben 1000 Seelen. Ich bin auch gerade am überlegen, ob ich nicht die Seelen vielleicht lieber in den Schlüssel des Schmieds investiere und dann einfach, anstatt mir einen neuen Schild zu kaufen, die ich habe, verbessere. Wäre vielleicht auch gar nicht so dumm. So, was ich jetzt auch nochmal gucken will, ich will mich jetzt überall nochmal ein bisschen genauer umgucken, denn ich habe echt die Befürchtung, dass ich hier in diesem Gebiet schon viel zu viel übersehen habe. Hier ist zum Beispiel auch schon wieder ein Durchgang. Ich hätte mich hier viel genauer umgucken sollen. Eine rostige Münze. Was haben wir da? Haben wir da drüben vielleicht auch noch was? Ist hier was? Ist hier was? Nee, hier ist nichts. Dann gucken wir nochmal ganz zum Anfang zurück. Da habe ich doch bestimmt auch noch irgendwo irgendwas übersehen. Wow. Auf jeden Fall wäre ich fast in meinen Tod gestürzt gerade. Das Gras hier macht es ein bisschen schwierig zu erkennen, wo der Boden aufhört. Aber wahrscheinlich ist das eh beabsichtigt. Ich gucke auch mal hinter die Säulen. Da verstecken sie ja auch immer gerne Zeug. An so kleinen... schmalen Graden hinter irgendwelchen Säulen. Gut, dahinter jetzt wahrscheinlich eher nicht. Hier scheint jetzt... Oh, hier ist das mit dem Schatten gerade ein bisschen fies. Okay, hier scheint aber jetzt weiter nichts zu sein, tatsächlich. Okay, wow! Was hat denn da so weiß geblinkt gerade? Macht mich nicht panisch, Leute. So, haben wir hier vielleicht... Ist hier jetzt irgendwas aufgetaucht oder sonst wie? Nee, auch nicht. Okay, aber immerhin. Wir haben 1000 Seelen und sogar einen recht guten Ring bekommen. Und vor allen Dingen mal überhaupt einen Ring. Ach, diese komischen Hunderatten wieder. Puh. Okay. Hier gucke ich jetzt auch mal. Dass ich das Item da übersehen habe, wundert mich. Das war ja doch irgendwie recht deutlich. Da hätte ich mich nur ein bisschen umgucken müssen. Aber nein, das habe ich ja nicht getan. Mit euch rede ich jetzt nicht nochmal.
paar von euch lachen mich eh nur blöde aus. Und ich möchte jetzt wirklich mal was ausprobieren. Ich werde jetzt mal die Fackeln anzünden. Auch wenn das vielleicht Verschwendung ist, aber ich will mal die ganzen Kohlebecken anzünden und gucken, was es bringt. Ich will das jetzt echt mal wissen, ob das eventuell wirklich was bringt oder was freischaltet. Auch wenn ich eventuell jetzt wirklich verschwenderisch bin. Da hinten steht auch noch so ein Nilpferdeviech. Bei dem weiß ich immer noch nicht, wie ich zu dem hinkomme. Ich wusste jetzt nur von dem einen. So, und hier ist auch noch so ein Kohlebecken. So, da oben war, glaube ich, auch noch eins. Jupp. Ich zünde die jetzt einfach mal alle an, die hier in diesem Gebiet sind. Ich meine, irgendwas muss es ja bringen. Sonst gäbe es sie nicht. So, dann noch hier in die ganzen Bäume rein und auch da die Kohlebecken anzünden. Die Untoten hier sind ja recht harmlos. Da stört es ja jetzt nicht so, dass ich gerade kein Schild habe. Das zünde ich an. Du kommst. So. Zack und zack. Dann brennt hier überall schön Licht. Ich habe halt echt überhaupt keine Ahnung, was es bringt, aber ich hoffe einfach mal was Gutes. Kann ich mit der Fackel eigentlich auch zuhauen oder irgendwas? Nee, blocken kann ich. Doch, ich kann damit zuhauen. Macht wahrscheinlich Feuerschaden, aber ich kann mir vorstellen, nicht allzu großen. Was mir übrigens auch beim Nachbearbeiten der Videos aufgefallen ist, unter den Items, unter den Waffen und Ausrüstungen sind so rote Balken, die abnehmen. Ich gehe mal stark davon aus, dass das die Haltbarkeit ist. Das heißt zum Beispiel, ein bisschen was fehlt ja schon an dem, in dem roten Balken meines Schwertes. Und ich gehe einfach mal ganz stark davon aus, dass das bedeutet, dass ich schon ein bisschen Haltbarkeit verloren habe. Ist natürlich auch irgendwie ganz nice, wenn man das jetzt so deutlich sehen kann. Man möchte ja fast schon sagen, das Spiel ist ein bisschen freundlicher geworden, aber so weit würde ich jetzt auch wieder nicht gehen. So, hier haben wir auch wieder einen Gegner. Hier haben wir einen Bogenschützen. Der sterben darf. Jetzt habe ich die ganze Zeit dieses Schild abblocken gemacht. Was ja leider keinen Schaden macht. Dementsprechend war das recht verschwendet. So. Und das zünden wir auch an. Die 15 Minuten dürften ja an sich reichen, um hier alle Kohlebecken anzuzünden. So, wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich hier. Okay. Hier befindet sich ein Auerpfeil. Aua. Hör auf damit. Ich kann gerade nicht blocken. Nicht wirklich effizient zumindest. Ich glaube, dass die Fackel sonderlich viel... sonderlich gut blockt. Ist hier noch irgendwo ein Kohlebecken? Ich hoffe, ich übersehe nicht irgendwo eins. So, hier bei der Krähe vielleicht noch. Nee, hier ist keins. Dann gehen wir mal runter. Aber da ist auf jeden Fall... Oh! Da ist ein Item und ein Kohlebecken. Ich hoffe jetzt, das dürfte jetzt nicht so viel Fall Damage machen. Ja, das habe ich auch übersehen. Was kriege ich hier? Seele eines namenlosen Soldaten und das zündet Wandleuchter mit einer Fackel an. Okay, und hier ist auf jeden Fall mal der Hinweis. Und jetzt hätte ich irgendwie gehofft, dass das jetzt auch was bringt, wenn ich den jetzt anzünde, wenn hier schon das Schild ist. Aber okay. Das ist ja jetzt doch irgendwie auch der Hinweis, hey, wenn du die anzündest, dann passiert auch was. Dementsprechend will ich jetzt auch wirklich alle anzünden. Alle. So. Du kommst auch. Ist da hinten einer? Also ein Kohlebecken. Ne, da ist keins. Gut, dann muss ich da nicht nochmal rüberspringen. Aber hier drin war noch eins. Da bin ich jetzt dran vorbei. Oder ist hier keins? Langsam sollte ich doch ein bisschen mich beeilen. Also hier ist anscheinend keins mehr. Dann gehen wir mal nach oben. Moment, ich trick's hier jetzt ein bisschen, weil die Fackel ja jetzt nicht weiter brennt. Und guck hier nochmal genau.
Würde mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen wundern, wenn da drin keins wäre. Aber es sieht echt stark danach aus. Nee, hier ist definitiv keins. Gut, dann beeile ich mich jetzt lieber mal ein bisschen, denn die Fackel brennt schon ein bisschen ab jetzt. So, geh mal da hoch. So.